Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Spore. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier und hatten uns schon richtig weit ausgeweitet. Und genau, wir haben hier unsere Handelsrouten offen und wir waren dabei, diesen Planeten hier zu terraformen. Allerdings brauchen wir noch mal ein bisschen Energie. Eine Sekunde mal. Können wir auch direkt mal gucken, ob die uns das Gewürz für teuer abkaufen hier. So, aufladen. 17.000, 11.000, das ist gut für gelbes Gewürz. Das sind 11.000 wirklich gut. Das kriegen wir teurer verkauft, definitiv. Ja, glaube schon. Gut, Leute, wir sind steinreich, wie ihr seht. 3 Millionen Sword-Dollar. Und, ja, kurze Pause. So, da bin ich wieder. jo, Froschi-reich, ne? 4.400, sehr, sehr gut. Alles klar, dann würde ich sagen, bringen wir den Planeten mal auf T3, beziehungsweise stabilisieren T3. Gut, indem wir hier nämlich... Oh, schneller, wir müssen schnell sein, Leute. Die Temperatur, die will unbedingt nach unten. So, Pflanzenfresser. Und hier noch einen Fleischfresser. So. Wir haben es stabilisiert, Gott sei Dank. Und dieser Pfeil, der macht mich nur nervös, ne? Verbesserte Kolonien des Lillo-Reichs. Die führen wahrscheinlich wieder Krieg, ne? die Leute, die haben sich beim letzten Mal untereinander ziemlich stark bekriegt. Und, ja. Das will ich aber nicht, deshalb... Ja, Lillo-Reich, wo bist du denn, Lillo-Reich? Ah, die Profite unter... Nicht-materielle... Die führen wieder Krieg hier. Das meinte ich. Sofortige Hilfe... Nein, nein, nein. Macht ihr mal. Ich halte mich da raus, Leute. So, Vielflieger 3. Wir können den Wurmlochschlüssel. Oh, das wird jetzt spannend, Leute. Den Wurmlochschlüssel. So, die haben hier was besiedelt. T3 Planet mit gelbem Gewürz. Ja, warum eigentlich nicht? So. 37.000, seht ihr das? Oh, schaut mal, wir kriegen noch eine Mille dazu. So, Kaufmann 4 Plakette, saugut, großer Frachtraum, Leute. So, Kaufsystem. 3 Millionen. Yes! Leute, oder? Wenn wir dich eine... Oh. Oder was? Hat das geklappt? Ernsthaft, das hat nicht geklappt. Für 3 Millionen? Ihr seid geizig, Leute. Schön gelben, für einen Planeten mit einem gelben Gewürz seid ihr verdammt geizig. Ja, dann okay. Dann gehe ich mal hier hin und gucke mal, ob die uns hier Gewürz abkaufen. So, wie sieht's denn bei euch aus? Hallo. 16. Ja. 16.000. Nee, ich würde das schon ganz gerne für mehr verkaufen. So. Wir haben jetzt wieder einen T3-Planeten. Wir brauchen ein Koloniepaket. Leute. 8.000, nee. Aber hiervon kann ich eins kaufen, ja. Sehr, sehr gut. Und, ja, hier habe ich ja auch gelbes Gewürz, ne? Also eigentlich, ja. Ach, was sind denn das hier für welche? Die habe ich ja ganz vergessen. Das sind was waren ja die Neuankömmlinge, ne? Das Marder-Reich. Genau. Was habt ihr denn hier? 16.000. Ja, gut, komm. 82 ist okay. Und Mini-Autoblaster, Laser, Wurmlochschlüssel. 1,5 Mille, meine Frösche. Aber es ist nötig. Es ist nötig, Leute. Wir haben einen Wurmlochschlüssel. Und da würde ich mal sagen, hier ist der neue Planet, den wir hier besiedelt haben. T3, genau. Und genau, wir wollten hier eine... Ah, der Punkt bewegt sich in der Mitte, ist auch so gut. Eine dritte Kolonie aufbauen. Oh, ich dachte schon, das stürzt wieder ab, ey. Verdammt. Gut, Leute. Ja, wobei, mit Abstürzen ist das Spiel gütiger. Muss ich ehrlich sagen, also. Gut. Wir bauen unsere dritte pinke Kolonie auf. Sau gut. Batz, sehr schön. Dann können wir uns mal hier vernünftig aufbauen. So, Leute, dann Unterhaltungsgebäude, Industriegebäude, Unterhaltungsgebäude, Industriegebäude, Wohngebäude,
schön den Profit hier mal ein bisschen mehr steigern. Wohnhäuser, sehr, sehr gut. So, dann würde ich mal sagen, bauen wir uns hier noch ein Hotel hin. Alles klar, und noch ein Wohnhaus. Perfekt. 84 die Stunde, das ist in Ordnung. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, gebt mir die ganzen Geschütze hier. Wir müssen uns nämlich hier verteidigen, Leute. Weil früher oder später wird ein Krieg kommen und da möchte ich gerüstet sein für. So, Froschikolonie, weiter geht's. Hallo, ihr Lieben. So, ja, wir bauen unseren Einfluss weiter aus, Leute. Verteidigen den gewonnenen Wohlstand. Und ich würde sagen, in dieser Folge werden wir mal rausfinden, wie es mit Wurmlöchern aussieht. Jawohl, Leute. Wir werden rausfinden, wie es mit Wurmlöchern aussieht, was die bewirken. Und dann werden wir uns mal aufs Kriegstour begeben. Genau, Leute, aufs Kriegstour. Da kann man nämlich auch sehr gut Geld mitmachen. Wir waren ja bis jetzt sehr, sehr gut. Wir haben es. Sehr, sehr schön. Der Planet ist stabilisiert. Wir haben uns ja bis jetzt mehr auf Wirtschaft konzentriert, ne? Aber ich möchte jetzt mal ein bisschen mehr kriegerisch umgehen mit der ganzen Sache. So, wir haben 42 blaues Gewürz. Kauft ihr uns das ab? Und wir brauchen auch noch einen grünen Planeten, by the way. Kauft ihr uns das ab? Hallo. Nein, ihr kauft es uns nicht ab. Ihr seid geizig. Ich muss irgendwo das grüne Gewürz loswerden. Vielleicht hier. Ja, oh, schaut mal da. Da ist ein wertvoller Gegenstand. Da werde ich gleich auch hinfliegen. Hallo. 24, ja komm, 24 hört sich gut an. Die 9000, nee, kommt. Gut, Leute, hier ist ein wertvoller Gegenstand. So, wo ist es denn? Wo ist es denn? Hier soll irgendwo ein wertvoller Gegenstand sein. Da in die Richtung. Oh. Ah, ein Planetenwerkzeug wieder. Was haben wir hier? Getriebe, Meere. Interessant. Wie ihr seht, der Planet hatte zu viel Atmosphäre. Sehr, sehr gut. Und ja, also wo kann man hier noch unser blaues Gewürz für bare Münze verkaufen? Vielleicht hier? 5000, ey. Ihr seid alle so geizig, Leute, wirklich. Ich habe 42 von dem blauen Gewürz und krieg's nirgendwo los. Das ist irgendwie doof. So, was haben wir denn hier? 10.000. 10.000. Nee, Leute, da geht mehr. Da geht mehr. Gut. Die haben alle Gelbes, ne? Das ist irgendwie lustig. Vielleicht unsere Mini-Kolonie hier. Wer weiß. Kauft sie uns blaues Gewürz. Nee, danke. 5000, ich bitte dich. So, dann hol mal neue Gewürz ab. Oh, 57. Du meine Güte. So, Heimatplanet, was sagst du denn dazu? Ich glaube, die sind momentan ein bisschen verwöhnt, was Gewürz angeht. 14, ja komm, 14 geht. So, Leute. 57 für 10.000. Ich hätte am liebsten noch mehr blaues Gewürz. Also nicht noch mehr blaues Gewürz, aber ich hätte am liebsten so 20.000 oder so. Das wäre doch mal genial. Aber leider irgendwie nicht, ne? Das ist irgendwie doof. Irgendwie kauft uns keiner das blaue Gewürz ab. Wie sieht's denn mit denen aus, Leute? Ja, wir sind jetzt hier quasi nur auf der Suche nach irgendeinem, der uns das blaue Gewürz abkauft. Ich meine, das kann ja nicht sein, dass die alle so geizig sind. Also ehrlich. So. 13. Ja gut, komm, mach es halt. 13. So. Wir haben wieder mehr als 3 Millionen Spore-Dollar, Leute. Sehr, sehr gut. Der hat pinkes Gewürz tatsächlich. Und mal gucken, ob der gelbes Gewürz annimmt. Nein. Okay. Schade, Leute. Schade. Aber nicht schlimm.
Ich glaube, wir können jetzt mal anfangen. Hier irgendwo war doch ein Wurmloch, oder Leute? Hier irgendwo war ein Wurmloch. Da ist ein... Erstmal aber noch ein wertvoller Gegenstand. So. Wo ist er denn? Oh, das sieht ja geil aus hier. Ah, wieder ein Planetenwerkzeug. Ja gut, die gibt es hier oft anscheinend. Ach Mensch, wieder so Getriebesachen. Getriebeschluchten, ah ja, okay. Sehr interessant. Gut, Leute. Die haben gelbes Gewürz, nee, danke. Ich möchte jetzt gerne mal euch das Wurmloch zeigen. Wo war das denn? Da, Leute, das ist sogar schon markiert. Sehr, sehr gut, Leute. Hier ist ein Wurmloch. Das war ja das, was ich gesehen hatte. So, aber jetzt können wir rein. Schaut euch das mal an. Wir können rein hier. Wir machen eine interstellare Reise. Wohin verschlägt es uns denn, hä? So, jetzt sind wir nämlich in einem ganz anderen Bereich. Oh, was ist das denn da? Das ist ja interessant. Wo sind wir denn jetzt? Schaut mal da. Wir sind an einem ganz anderen Ende der Galaxis, Leute. Wir sind so weit weg, das ist unfassbar. Kann man hier irgendwo Gewürz verkaufen? Gibt es hier irgendwo Aliens? Nee, aber es gibt hier eine Sonderkombination. Seltene galaktische Formation. Ein grünes Gewürz. Aber das ist zu weit weg von uns. Das ist irgendwie doof. So, gut. Boah, wie ihr seht, wir befinden uns am anderen Ende der Galaxis. Richtig krass. Und um nach Hause zu kommen, ja, fliegen wir jetzt mal wieder durch das Wurmloch durch. Weil so weit weg möchte ich bitte nicht sein. Das ist schon zu krass. Gut, Leute, dann... Das ist irgendwie so komisch hier, ne? Aber ja gut, das liegt an der Grafik. Das liegt an der Grafik. Gut, dann flieg mal wieder nach Hause. Boah, da kann einem schon schwindelig bei werden. So, Leute, wir sind wieder zu Hause. Hier in diesem Spiel gibt es tatsächlich Wurmlöcher, Leute. Und schaut mal da. Wir sehen sogar den Weg. Oh, schaut euch das mal an. Wir sind interstellar gereist. So, Leute. Wo ist denn hier das nächste Wurmloch? Ich müsste mich erstmal Energie... Ah, da ist nämlich noch eins, habt ihr gesehen? Einmal kurz Energie aufladen, bitte. Ich möchte nämlich noch mehr von der Galaxis erkunden. So, das kannst du verkaufen. Das ist vom anderen Ende der Galaxis. Und ja, dann geht's mal weiter. Eine weitere interstellare Reise. Und zwar genau hier. Einmal durch hier. Wieder diesen Kopfschmerzen bereiteten... Genau. bereiteten Gang hier. So, wo kommen wir denn da raus? Wir erkunden weiter. Und... Ja, das ist... Ah, Moment. Das ist gar nicht mal so weit weg. Schaut mal hier. Das ist gar nicht mal so weit weg. Das ist eine gute Sache. Da kommen wir allerdings nicht hin. Ne? Hier kommen wir nicht weg. Nein. Da ist noch ein Wurmloch. Ui. Des X-Blix-Reiches. Ja, ich kann gerade nicht. Ich bin gerade hier auf Erkundungstour, Leute. Die Galaxis mal ein bisschen erkunden. So. Weiter geht's. Wurmloch-Action hier. So, zum Glück haben wir den Schlüssel jetzt endlich. Oh, schaut mal hier. Du hast die Forscher 2-Plakette erhalten. Wo sind wir hier? Sehr, sehr gut. Wir sind voll nah am Kern der Galaxis, Leute. Das ist saugut. Wirklich. So. Wir haben hier bestimmt, wenn wir uns bewegen... Oh, wir haben noch mehr Wurmlöcher, Leute. Wir haben hier ein Wurmlochsystem. Wir haben eine Möglichkeit, ins Zentrum der Galaxis zu reisen, Leute. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, mit Hilfe von Wurmlöchern. Das nenne ich doch mal saugut. So, wo befinden wir uns jetzt?
Wir sind voll nah dran, Leute. Schaut mal da, da ist das Zentrum der Galaxis. Oh mein Gott. Oh mein Gott, den Weg muss ich mir merken, Leute. Und hier sind total viele Alienrassen. Oh, schaut mal. Wenn du dich dem Kern der Galaxie näherst, wird es schwieriger, einen Kurs durch die Anziehungskräfte der dichten Sternhaufen zu finden. Deine Reichweite wurde verringert, um höhere Präzision zu ermöglichen. Oh, Leute. Schaut mal jetzt. Die Groks. Schaut mal da, die Groks. Wir misstrauen Fremden 70. Ach du Heilige. Die Groks, Leute. Identifiziere dich. Ach du Heilige. Hallo. Ihr seht trotzdem süß aus. Du bleibst schön friedlich, bis wir die Befehle gegen unsere Freunde in den Krieg zu ziehen. Ach du Heilige. Oh Gott, wie machen wir das denn jetzt am besten? Mit denen dürfen wir uns nämlich nicht verbünden. So, wir haben momentan... Können wir eine Mission machen? Anfrage genehmigt. Pflanzenprobe beschaffen, mache ich. Mach ich. Wir erfüllen eine Mission im Auftrag der Groks, Leute. Oh mein Gott. Hier, Tollfress. Das Lina 5 Reich. Warum sind die denn so sauer? Du hast uns deine Hilfe zu... Achso, nee, das sind... Tollfress? Nee, 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 nee. Nee, von den Groks klaue ich lieber nix. Das Lina 5. Moment. Im Harle-Sternsystem. Wo ist es denn? Harle, Harle, Harle. Sehr gut. Boah, wie ihr seht, Leute, die Groks sind überall. Die geben uns wirklich Geleitschiffe hier. Richtig krass. Okay, wir stehen unter Beobachtung. Okay, Leute. Ich will nur... Ich will doch nur hier euch keinen Krieg mehr haben, Mensch. So, Leute. Gut, mit den Groks müssen wir jetzt aufpassen. Wir sind voll nah am Kern der Galaxis. Schaut mal da. Das ist richtig gut. Gut. Wir haben eure Mission erfüllt, liebe Groks. Könnt ihr bitte nicht mehr so sauer sein, ja? Oh, schaut euch das an! 5 Raumschiffe einfach mal so. So. Missionsstatus, erfolgreiche Auslieferung der Leuschruppflanze. Geäußertes Lob, gut gemacht. Du bist wirklich ein Prachtexemplar der langsam denkenden, biologisch erzeugten Fleischsackwesen. Außerdem stinkst du gar nicht so furchtbar, wie wir zunächst gedacht. Ihr seid ja nett. Bezahlung 75.000 Spore-Dollar tatsächlich. Kleine Nettigkeit. Danke, Kohlenstoffknügel. Oh, das ist so schwer, Leute. Das ist so schwer mit den 100.000 Spore-Dollar. Aus Gründen jenseits unseres eigenen Umbedingungen nehmen wir an. Das ist so schwer mit denen ein Bündnis zu kriegen, wirklich. Gut, Leute. Fliegen wir nach Hause. Ich will hier weg. Das ist mir irgendwie zu... Okay, Leute. Die Wurmloch-Action ist hier wieder angesagt, ne? Boah, Leute. Wir haben die Groks gesehen. Wir waren voll nah am Zentrum der Galaxie dran. Sehr, sehr gut. Und, ja, bewegen uns jetzt erstmal nach Hause. So, wir haben erfolgreichen Krieg gegen die Groks verhindert. Ach, hier ist es aber genauso weit weg, ne? Oder? Nee, das ist... Das hier ist näher dran, Leute. Oder? Moment. Der Kern der Galaxis. Ja, ja, das hier ist näher dran. Ich glaube, das werde ich machen. Wir können uns also mit Wurmlöchern... Oh, meine Energie, Leute, shit. War das das hier oder war das das da? Das ist jetzt die Frage, hä? Nicht, dass ich jetzt kaputt gehe. Verdammt nochmal. Ich möchte nach Hause. Gut, Leute, wenn wir dann ins Zentrum der Galaxie aufbrechen, das wird dann kein so weiter Weg. Das ist schon mal gut. Bin ich hier richtig? Nein, oder? Doch. Doch, ich bin richtig. Sehr gut. Ab nach Hause, Leute. Ich will nicht hier als Strahlenfutter enden. Wirklich nicht. Ab nach Hause. Gut, wir haben ein System gefunden, wie wir in die Nähe der Galaxis kommen können. Das ist schon mal sau gut, wirklich.
So, ich bin zu Hause, ne? Oder? Ich bin zu Hause. Sehr, sehr gut. Wir sind wieder da, Leute. Wir haben die Grogs kennengelernt. Und die sind nicht wirklich zu spaßen mit... Wow. Gut, Leute. Gott sei Dank. Okay, die Grogs, die hassen uns jetzt zumindest schon mal nicht mehr. Das ist schon mal ganz gut. Alles klar, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Hier, genau. Ich wollte Krieg führen. Möchten wir dafür ein paar Waffen kaufen? Gehe ich nochmal kurz hier oben hin. Und stimmt, wir wollten eigentlich noch unsere Planetenkapazität erhöhen, ne? Damit die nicht so wenige Gewürze produzieren. Gut, Flixelreich, hallo. Sei gegrüßt. So 32.000, die direkt mal verkaufen hier. Habt ihr denn ein... Genau, Gewürzlager, Leute. Da kaufe ich direkt mal 5 Stück von. Gewürzlager. Sau gut. Jetzt können wir nämlich hingehen. Können uns auf diesen ganzen Planeten hier, die wir terraformt haben, können wir jetzt uns eine 50-50er Kapazität aufbauen, Leute. Würde ich sagen, mache ich einfach mal. Und, ja. Klatsch das Ding einfach mal dahin. So, ein Gewürzlager, Leute. Sau, sau gut. Wir machen Fortschritt. Schaut euch das an. Wie geil. So, dieser Planet hat jetzt nämlich eine Kapazität von 30. Nicht 50, 30. Das ist voll in Ordnung, 30. Wirklich dann noch diesen Planeten hier. Gut. Einmal drauf. Und auch hier bitte die Kapazität erhöhen. Am besten einfach mal außerhalb der Städte. Und ja, schmeißt das Ding einfach hier hin. So. Genau. Hallo, Gewürzlager. Sehr gut. Jetzt haben wir hier auch ein Gewürzlager und wir können hier mehr Gewürze lagern. 30 Stück, um genau zu sein. Gut, oder anstatt dass ich jetzt den Krieg anfange, was ist denn hier? Gibt es im Moment zum super Sonderpreis. Ja gut, dann probiere ich das, da vielleicht sogar den grünen. So, kannst du uns vorher noch Gewürz abkaufen? Ja, 8000, ja kommt. So, können wir euch das abkaufen tatsächlich? Probier es einfach mal. Moment, Kaufsystem. 1 Million. Ah, Leute, schaut euch das an. Wir sind denen zu geizig tatsächlich. Hm, gut, dann machen wir mal lieber eine Mission für die. Gut, dann mache ich jetzt... Dann mache ich jetzt mal eine Mission für die, bitte. Wir haben uns das mit denen verscherzt jetzt, weil wir die ganze Zeit hier so billige Angebote machen. Aber... Ja, was sollen wir machen? Wir müssen halt sparsam sein, ne? Wir brauchen definitiv mehr Spore-Dollars dafür, okay. Daher müssen wir erstmal kurz eine Mission für die machen. Den ein kleines Geschenk überbringen und dann sollte das wieder gut sein hier. So, Leute. Da. Genau. Einer ist weg. Seht ihr ja noch einen. Kurz die Infizierten hier platt machen. War dem eine geile Mucke. Geile Mucke hier. Die hört sich allerdings interessant an, die Mucke. Okay. So, da rennt ein Infizierter rum. Nein, 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 um Gottes Willen. Ich will doch nur die Infizierten hier kaputt machen, Mensch. So, da! So, ist hier noch einer irgendwo? Nö, okay, gut. Dann würde ich sagen, hier ist die nächste Stadt. Zivilisationsphase, wie ihr seht. Und da ist ein Infizierter. Sehr gut. Was ist das denn für eine Musik? Krass. Naja gut, Leute. Wir können den Gewürz klauen. Mache ich gleich mal. Gut. Ach Mensch, Leute. Ihr seid doch so... So. Gewürz klauen? Mache ich. Immer her damit. So. Gib mir mal eure Gewürze. So, los. Verärgert das dort hier reich. Ja, ja. Die sind in der Zivi-Phase. Das geht schon, Leute. So. Sehr, sehr gut.
Und hier, was geht hier ab? Hui. Hier wird irgendwas gekauft, okay. Zack. Ausrotter 1 Plakette. Gehirnwäsche. Was? Okay. Wie viel Schaden machen wir denn? Einiges. Okay. Gut. Habt ihr noch Gewürz? Nö. Okay, dann gehe ich wieder. Lass uns mal wieder ein Bündnis machen mit denen, Mensch. Das ist ja nicht mehr feierlich. Mensch, Mensch, Mensch. Jeder muss doch sparen heutzutage. Dass ihr uns das so übel nimmt, hätte ich nicht gedacht, Leute. So. Lass uns mal wieder ein Bündnis machen hier. Verdammt nochmal. So, 90.000 Spore-Dollar. Schiffe, sehr gut. Ausgezeichnet. So, jetzt sind wir wieder voll im Bündnis da, ne? Ja, sehr, sehr gut. Gut, Mission? Nein, 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 nein. Keine Mission. Ich würde ganz gerne wissen, ob du... Ah doch, wir sind nach wie vor verbündet. Alles klar, Leute. Sehr gut. Ja. Dann würde ich sagen, wir haben Wurmlöcher entdeckt. Das eine führt uns hier weiter zum Zentrum der Galaxis. Beim nächsten Mal werden wir deinen Krieg führen. Und uns mal einen grünen Planeten hier sammeln. Besorgen. Ja, zum Beispiel da diesen Mond. Aber der ist zu weit weg von meinen anderen Planeten. Ich würde es ganz gerne relativ kompakt halten. So, was haben wir hier? Ja, da ist einer in der Zivilisationsphase, ne? Nee, nee, kommt. Was haben wir hier? Nö, hier. Da ist gelb. Okay, nee, gelb brauche ich eher nicht. Dafür haben wir ja die Handelsrouten. Ich suche jetzt noch kurz einen Planeten mit grünem Gewürz, den wir kolonisieren können. Und dann würde ich sagen... Ja, Moment. Wir haben jetzt zwar mehr Kapazität, aber die sind bestimmt schon wieder voll fast, ja. Seht ihr das? So, den pinken Planet auch nochmal kurz, bitte. So, sehr schön, Leute. 41 pinkes Gewürz. So, haben wir denn jetzt hier noch irgendwas Freies? Da ist der Typ mit der Zivilisationsphase drauf. Da ist Pinkes, das haben wir schon. Was haben wir hier? Gibt es hier Grünes? Nö, Gelbes. Ah, super. Ich brauche grünes Gewürz, Leute. Kein Gelbes. Vor allem kein Braunes. Braunes ist zu knapp. Also zu inflationär hier. So, was haben wir hier? Haben wir hier irgendwo Grünes? Noch... Am besten noch was Unbeanspruchtes. So, was haben wir hier? Nee. Auch nicht. Grünes ist sauschwer zu finden irgendwie, ne? Hier! Hier wäre was. Tatsächlich. Okay, habe ich ein Koloniepaket? Habe ich leider nicht, aber geht schon. ja gut, dann würde ich sagen, kaufe ich mir von denen mal ein Koloniepaket hier. Des Quabertreiches, ne? Marder. Okay, warum sind die denn jetzt gelb? Handel hier, los. Gib mir das. Seht ihr das hier? 20.000 blaues Gewürz. So, Leute. Gut. Koloniepaket. Zwei Stück am besten direkt. Okay, kaufen. Och Mensch, da ist meine Uhr schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Gut, Diplomatie noch kurz. Geschenk 50.000. So, Leute. Kann ich dich was anderes fragen? Aufladen mal. Geschenk 50. Ja, sehr gut. So, Bündnis. Sehr schön, Leute. Wir haben ein Bündnis mit denen. Sehr, sehr gut. Wir haben drei Schiffe zur Verstärkung dabei. Das Quabertreich, was willst du? Wow. Ach Leute, hört doch mal auf. Flixelreich, ja. Lilloreich. Quabertreich. Was macht ihr denn da, Leute, Mensch? So. Bei den Quabertreich. Du warst geizig. Ja, ich hab ja nicht mehr, ne? Ich muss ja nochmal... Ah, Moment, nee, nee, erstmal... Ich muss erstmal nochmal kurz gucken hier. So, wo war denn jetzt dieser Planet?
Wo war denn jetzt dieser Planet? Mit dem grünen Gewürz hier. Ach verdammt, Leute, wo war das? Hier irgendwo war das. Da ist noch ein Wurmloch. Da, hier, genau. Hier dieser Mond. Den werde ich mir jetzt am besten noch holen. Da hinten, der... Ach du Heiliges, der kalt. Gut, Leute. Ach, das ist wieder so ein Würfelplanet hier. Auf jeden Fall ist hier sehr viel grünes Gewürz. Schmeiß eine Kolonie drauf. Und das ist mir scheißegal, dass er so weit weg ist. Wobei, so weit weg ist er gar nicht. Und schleudert einen Asteroiden auf einen Planeten um. So, was haben wir denn hier? So, wir haben rechts unten. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Usch. Ui, okay. Ja gut, okay. Gut, dann würde ich sagen, warten wir das nochmal kurz ab hier. Oh, hier sind wieder diese Gewitterwolken, ne? Hier können wir noch nichts machen, ja. Das ist zu früh. Der Punkt bewegt sich hier so ein bisschen rein. Gut. Und haben wir hier noch irgendwas? Ja. Na, nee, kommt. Okay, Leute. Wisst ihr was? Ich mache jetzt die Folge zu Ende. Beim nächsten Mal, wir haben uns jetzt endlich das grüne Gewürz gesichert, Leute. Beim nächsten Mal sammeln wir mehr grünes Gewürz ein. Was haben wir hier noch? Seltene galaktische Formation, ne? So, genau. Sammeln wir... Ich bin jetzt gerade völlig aus sprachlos. Beim nächsten Mal kümmern wir uns mal um diesen grünen Gewürzplaneten. Da terraformen den. Und ja, das wäre es dann soweit erstmal gewesen. Ich sammle jetzt noch kurz das Gewürz ein. Beim nächsten Mal gucken wir mal, dass wir das Gewürz ein bisschen teuer verkauft kriegen. Und dann exportieren wir weiter und führen endlich mal unseren ersten Krieg, Leute. Sau gut. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, speichere ich das jetzt erstmal. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.